No, erstmal Licht. So. Dann dich und dich und... Tück, 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 tück. So. Alles ruhig bisher. Schon mal gut. Zwei Schnörkelschlüssel. Mhm. Die Kavernen und der Schrein. Okay. Seht ihr da, was bewegt? Nö. Also vier Drachenstatuen. Die Fackeln lasse ich diesmal wirklich da in dem Raum. Weil allgemein hätte ich es in anderen Räumen auch schon gehabt, wo ich Fackeln rausgenommen hatte. Dass es dann viel zu dunkel war. So, was machst du? Ich höre ganz ein... Oh, ist ja noch einer. Irgendwo hier. Höre ich Stein auf Stein. Hm, na gut, lesen wir mal. Hm, das ist es nicht. Tick-Tack-Raum ist es auch nicht. Schattenrätsel ist auch nicht. Das ist auch nicht. Ah, der Schlüssel, der in diesem Schrein verwahrt wurde, hat ein unglückliches Schicksal befallen. Einer von unseren, von unserem Orden, also das Haustier von einem aus unserem Orden, wurde sein ungeplanter Bewacher. Okay, also irgendein Haustier hat den Schlüssel gegessen. Drei mächtige Schläge gegen den Schwanz werden es befreien. Eins, zwei. Das waren mehr als Amina. Doofe Spezialattacke. Oh, Secret. Das war jetzt aber wegen dem Einknopfen. Vielleicht dreimal gegen denselben Schwanz? Zwei. Nö. Kann man da gegenklicken? Nö. Also den Knopf haben wir. Hier ist kein Knopf. Aber auf der anderen Seite haben wir einen Knopf gefunden und gedrückt. Genau, den hier. Hm. Okay, nochmal kurz lesen. Drei mächtige... Naja, ein Heave ist sowas wie, wenn man mit der Schulter gegen einen Stein oder sich stützt und dann hieft, also schiebt. Drei mächtige Hiebe oder Schieber gegen den Schwanz werden das Schloss befreien. Dann kann das Biest vielleicht herausgelockt werden durch die richtige Überzeugung. Also Frischfleisch, aka wir. Hm. Können wir euch drücken? Oh, das wäre schick. Ein Schieberätsel. Zu à la Zelda. Ja. Schade. Okay, die beiden. Nirgends voranklicken. Können gegenzaubern. Oder müssen die vielleicht was machen? Steht hinter jedem Drachen so eine Mönchstatue? Ja, tut's. Und es sieht neben jeder Mönchstatue so ein Bild. Und das könnte einfach nur der Symmetrie halber sein. Thank you.
Das ist komisch. Ich drück den jetzt nochmal. Der scheint irgendwo hier hinten zu sein. Okay, anderen Raum öffnen. Blitzstrahl. Feuerball. Hat schon wieder ein Dino gehört. Sehr großer Raum mit einem Loch. Hallo, Spinne. Sehr schön. Na komm. Wir wollen gleich da runterspringen. Mal vor, wollten wir hier oben alles platt machen und schlafen. Oh, es werden mehr. Komm her. Oh. Aber doch sehr machbar bisher. Unsere Truppe ist langsam richtig drauf. Selbst die Nahkämpfer machen Schaden. Sogar mehr als genug Schaden. So, noch eine Tür, aber nee. Was auch? Oh. Hallo, Ogertroll. Ja, so viel zu den Nahkämpfern machen Schaden. Bei ihnen hier nicht so wirklich. Da sind so die 328 doch ein Ding höher. Ups, das war falsch. So, hast du was dabei? Nö. Ja. Noch viel mehr Fallgruben zum Runterspringen. Ah, und eine Tornotiz. Ich bin in derselben Gegend viel zu lange herumgewandert. Meine Provisionen neigen sich zur Neige. Ich denke, diese Kavernen sind mein bester Weg, um einen versteckten Raum oder irgendwelche Kreaturen zu finden, die ich für Essen jagen könnte. Apropos Essen. Du hast Hunger, du kannst das da hingeben und das essen und die ganzen Kräuter können wir zu ihm. Genau. Schon viel besser. So. Also hier ist irgendwo eventuell ein versteckter Raum. Und Torum, der nette Kerl, der doch ist, hat bestimmt was von dem übrig gelassenen Essen da gelassen. 2 Yoga. Okay. Ist hier aber keine Schalter. Vielleicht doch mal die Fackeln rausnehmen. Nö, kein Klick, kein schabendes Geräusch. Oh, hallo? Wo kommst du denn her? Au. Oh. Definitiv gleich schlafen. So. Auch nichts dabei. Okay. Das ist ein ganz schön großer Raum. Machst du was? Nö. Okay, ab zum Eingang. Tür zu machen und schlafen. Das hier ist nicht der Eingang, oder? Doch. Sehr schön. So. Tür zu. Tür zu. Schlafen. Dann können wir auch gleich mal das Level abmachen von Gwendolyn. Auch wenn es wahrscheinlich eh wieder alles auf Dolche geht, damit sie mir Schaden macht. Aber ja, jedes bisschen hilft. Wir sollten bei den Magiern vielleicht doch langsam ein wenig auf Energie umschalten. Ja, mehr Schaden ist einfach besser. Naja, lassen wir das. So. Digger, 34. Dodge. Doch, die nehme ich mit, die 2 Punkte. So, Assassination. Nö. Daggers. So. Einmal Licht, bitte. Und da rein. Feuerball. Blitzstrahl. Das war nicht ein Feuerball.
So. Und in das erste Loch. Warum seid ihr wieder da? Oder wart ihr nie weg? Ich denke mal, die waren nie weg. So, also in das Loch. Schriftrolle. Okay. Oh, oh, oh. Das wird wehtun. Mehr als wehtun. So, Platz erkaufen. Hey, das ging besser als gedacht. Ich sah mich jetzt schon neu laden eigentlich. Aber ja, die kleine Kugel da, die reißt es echt raus. Wenn wir die Energie dafür haben. Letzter Feuerball. Oh. 138er Slash. Sehr schön. Oh, du brauchst bald einen Heiltrank. Da können wir ein bisschen Ressourcen verballern. 130, sehr schön. Du nimmst definitiv einen Heiltrank. Du auch. So, was habe ich gerade weggeschoben? Das dahin. So, ein bisschen aufräumen. Heilkraut kommt mit. Okay, vielleicht sollten wir einfach erstmal einen Ausgang suchen. Da dann schlafen und hier aufräumen, ohne Ressourcen zu verballern. Da kamen wir runter. Runter, Sprung, Punkt 1. Schleimball ist nicht so wirklich wichtig, aber okay. No. Was zu essen? Sackgasse. Ja. Sieht so aus. Okay. Oh, das ist nur ein Schleim. Nee, du, nicht so wirklich. Wir würden gerne an eine Sackgasse laufen. Eigentlich würden wir es gerne raus. Aber hier unten ist nochmal so ein großes Höhlensystem. Ich würde ungern da eingekeilt werden. Das sieht irgendwie so danach aus. Oh, da ist eine Bombe. Das können wir auch später einsammeln. Da sind zwei Schleime. Die um. Yeah, die können wir nicht wirklich umgehen. Hm. Okay, okay, okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Hier ist kein. Oh. Hat er mich gerade angegriffen, während die Karte offen war? Na komm, okay, genau. So. Hier ist kein Ausgang. Kein Ausgang ist nicht so schön. Oh. Der Dolch ist alle. Nicht Blitzbolzen, sondern irgendwo noch ein Blitzstab. Da. Nicht das da, das da. So, Mann, Mann, Mann. Also da ist der einzige mögliche Ausgang. Das heißt, die Schleime, die jetzt noch über sind, die 2, 3, 4 Stück, können wir hoffentlich wirklich umgehen. Da war noch ein Ninja-Stern, den ignoriere ich. Und das sieht doch gut aus. Sehr schön. Nein. Danke. Ich dachte, da kommen jetzt überall diese kleinen grünen Viecher raus. So, du mix mal bitte. Neue Tränke. Und zwar einen für dich. Und einen für dich. Was haben wir noch? Was? Achso, das sind die Nachrichten von dem
ein Raum. Essen. Du bist gut, du bist gut, du bist gut. Du bist gut. Schwert, das kein Feuer mehr hat. Hat viel zu wenig Attack Power, um mit dem Level zu halten. Also kannst. Wie viel bist du wert? Oh, 15 Gold. Aber nee, trotzdem weg. Du kriegst deinen Stab wieder in die Hand. Das ist der falsche Stab gewesen. Wo ist dein guter Stab? Das ist nicht der gute Stab. Ja. Der Giftdolch. Attack Power 7. Attack Power 7. Kann auch weg. So, Blitzstrahl, Feuerball, schlafen. Und dann wird abgespeichert. Und dann geht's auf Schleimjagd. Boah, das klingt gut. Wo. Geht's auf Schleimjagd und wir gucken uns da unten zu hinten rum? Oder wir gehen jetzt hier auf die Druckplatte und räumen hier oben erstmal auf? Weil wir werden bestimmt nochmal da runterfallen zu den Schleimen. Ich habe hier erst einen von möglichen, keine Ahnung, 10 Runtersprungpunkten ausprobiert, den da. Ja, das muss ich in der nächsten Folge entscheiden. Jetzt erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.